Pimmelgate, ist das noch ein Begriff? Nein? Dann kommt hier mal kurz die Auffrischung. Du bist so ein Pimmel. Von diesem Tweet fühlte sich Hamburgs Innensenator Andy Grote beleidigt. Es folgte eine Hausdurchsuchung, Spott im Netz und ein grotesker Malwettstreit. Nun fordert die Opposition Grotes Rücktritt. Ja, ziemlich absurd. Das wird auf keinen Fall ein zweites Mal passieren. Oder doch? Naja, wir leben in der besten Republik der Welt und da passiert das natürlich nochmal. Ein 64-Jähriger hat nämlich jetzt eine Hausdurchsuchung bekommen und der Grund dafür ist nicht weniger absurd. Die Polizisten waren zu Niehoffs Haus in Unterfranken in Bayern angerückt, weil der 64-Jährige im Juni 2024 ein Meme auf X retweetet hatte. Darauf zu sehen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit dem an den Werbeauftritt von Schwarzkopf angelehnten Schriftzug Schwachkopf Professional. Ja, bis hierhin absolut normal, aber es wird natürlich noch besser, wie man es eben aus dieser Republik kennt, denn der Mann wurde jetzt auch wegen Volksverhetzung angezeigt. Und die Staatsanwaltschaft begründet das damit, dass es geeignet sei, um Robert Habeck generell zu diffamieren und ihm sein Wirken als Mitglied der Bundesregierung zu erschweren. Ja, als würde er das nicht selbst genug schaffen. Und wenn er jetzt so ein Problem damit hat, dass die Stimmung gegen ihn kippt, dann ist das hier, glaube ich, jetzt nicht unbedingt der Weg, wie man bei den Leuten besser ankommt. Und man muss sich das mal klar machen, wegen dieser Sache machen die so einen Aufriss, während überall bei uns im Land Kriminelle rumlaufen. Und sowieso, wann war eigentlich mal die letzte Hausdurchsuchung, weil irgendein AfD-Politiker beleidigt wurde? Das hier soll jedenfalls meiner Meinung nach vor allem eins, und zwar abschrecken, und das auch dieses Mal bewusst gegen X. Meine Empfehlung daher, grundlegend auf Beleidigungen verzichten, egal wie harmlos sie zu sein scheinen, aber sich auf keinen Fall davon abbringen lassen, die Kritik zu äußern. Denn das ist das, was sie letztendlich wollen, dass wir uns davon einschüchtern lassen, und soweit sollten wir es einfach nicht kommen lassen. Und Robert, Grüne unter 5%, das schafft ihr. Toi, toi, toi.